Augen. Knapp die Fähre verpasst. Aber das erinnert mich daran, dass jemand von euch gefragt hat. Ich glaube, es war Urs. Ich bin nicht ganz sicher, aber es würde Sinn machen, weil Urs, glaube ich, das gleiche Auto hat wie ich. Und es wurde nämlich die Frage gestellt, wie ich das mache, wenn ich auf die Fähren auffahre. Dieses Auto hat nämlich einen riesigen Überhang hinten und dann kommt es schon mal vor, dass man hinten aufschlägt, wenn die Auffahrt der Fähre zu steil ist. Bei den größeren Fähren, und auch hier sieht das so aus, ist es meistens kein Problem, weil die Auffahrten und die Abfahrten natürlich auch sehr, sehr flach sind. Bei kleineren Fähren kann das schon mal vorkommen, dass die Auffahrt ein bisschen steiler ist. Und dann habe ich es immer so gemacht, dass ich ganz rechts angesetzt habe meistens. Und dann bin ich möglichst schräg nach links über die Rampe gefahren. Und wenn ich dann mit den Vorderreifen so auf der Fähre drauf gewesen bin, dann habe ich voll eingeschlagen. Und so konnte ich dann rauffahren, ohne hinten aufzuschlagen. Inzwischen habe ich es ein bisschen leichter, weil ich mir nämlich eine Anlage habe einbauen lassen, mit der ich hinten mein Auto hochpumpen kann. Das ist auch ganz praktisch, wenn man mal irgendwo ein bisschen schräg steht und das hinten ein bisschen ausgleichen möchte. Und ich kann das von hier vorne aufpumpen, hochpumpen und runterpumpen. Pumpen, pumpen, pumpen. Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Mein erster Stau nach dem Nordkap. 15 Minuten soll es dauern, habe ich gerade gehört. Muss ich mich wahrscheinlich wieder dran gewöhnen. Send a prayer if I'm out of luck. Send a little love and I'll make it back. Send me a letter and a bottle of Ich bin noch lange nicht am Langpfosten angekommen. Das Navi setzt hier für 250 Kilometer schon mal locker 5 Stunden an. Und ich brauche sowieso immer noch länger, weil ich zwischendurch anhalt und Fotos mache und filme und. Deshalb denke ich mal, dass ich morgen eventuell am Langpfosten landen werde. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann gucken wir uns das halt übermorgen an. Aber für heute ist erstmal Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.